Der dritte Spieltag in der Regionalliga West bringt dem SVR das zweite Heimspiel. Nach dem Auftakt gegen Preußen Münster und dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach 2 wartet nun Rot-Weiß Oberhausen auf die Mannschaft von Trainer Nils Drube. Lukas Kunze, wieder der Kapitän der Wien-Elf hier in diesem Spiel, und der SVR will nun endlich den ersten Dreier der Saison holen. Ein Punkt bisher auf der Habenseite nach dem Liga-Auftakt. Oberhausen zunächst hier mit dem guten Beginn. Das ist Erath mit der Abschlusssituation, aber kein Problem für Alexander Sebald, der den Ball hier sicher abfängt. Sebald dann auch hier am Ball, langer Ball nach vorne, in die Spitze. Das ist Enzo Wirz, der macht das hier zunächst gut, geht über die rechte Seite in Richtung Tor von Oberhausen. Enzo Wirz mit dem Ball in die Mitte und Derflinger mit dem Abschluss. Aus der Drehung, der war gar nicht so leicht zu nehmen, macht er gut, geht knapp am Tor vorbei. Dann der SVR hier über Reitmeier. Tobi Reitmeier mit nach vorne aufgerückt und er versucht es mal mit dem Abschluss. Der geht indirekt in die Hände von Justin Hekeren im Tor von RWO. Das ist wieder Enzo Wirz mit dem Ball auf die Außenbahn. Der kommt zu Angelo Langer und der wird hier unsanft zu Fall gebracht von Bastian Müller, dem Kapitän von RWO. Er bekommt die gelbe Karte für dieses Foulspiel. Rödinghausen versuchte hier nach vorne zu kommen, aber RWO fängt diesen Ball ab und kommt in den Konter. Der Ball zu Sven Kreier. Sven Kreier mit dem Abschluss. Und Sebald, da muss er sich lang machen, pariert hier aber gut. Rödinghausen mit einem Freistoß. Langer Ball nach vorne in die Spitze. Der geht direkt in die Hände von RWO-Keeper Justin Hekeren. Und das war die letzte Szene in Durchgang 1. Zweite Halbzeit der SVR über Schuster, über Reitmeier. Der verliert hier den Ball und es geht nach vorne. Raphael Steinmetz mit dem Abschluss. Sebald ist da. Rödinghausen dann über Rick Tenforde. Tenforde, der probiert es hier, behauptet den Ball noch. Derflinger legt ab auf Lukas Kunze. Kunze mal mit dem Schuss aus der Distanz, aber der kann nicht richtig festgehalten werden. Aber Tenforde kriegt hier dann nicht genügend Druck dahinter, war aber ohnehin abseits. Buckmeier mit dem Ball zu Derflinger. Und wieder Oberhausen. Es geht wieder in die andere Richtung. Ball auf die linke Außenbahn. Spiel wird schnell gemacht von RWO. Das ist Sven Kreier. Immer noch am Ball. Sven Kreier hat hier die Option, legt den Ball zurück auf Alexander Schelen. Und Oberhausen nimmt sich die Zeit, bringt die Flanke hinein und der Kopfball von Shun Terada. Der ist dann nicht präzise genug. Alexander Sebald kann das ohne Probleme hier klären. Simakala mittlerweile in der Partie, wird direkt zu Fall gebracht und ist direkt mittendrin im Spiel. Natürlich hat das hier einen Freistoß zur Folge für den SVR, aber dieser brachte nichts Nennenswertes ein. Kunze zu Buckmeier mit einem langen Ball in die Spitze. Yannick Mause mittlerweile in der Partie, der hat natürlich die Geschwindigkeit, kommt hier aber nicht ran. Die Situation ist aber noch nicht bereinigt. Buckmeier im Zusammenspiel mit dem eingewechselten Patrick Kurzen, gute Ball an und Mitnahme, bringt den hier vorher. Aber da war zu viel Power dahinter von Patrick Kurzen. Er findet keinen Abnehmer in der Mitte. Das war die letzte Szene in diesem Spiel. Torlos endet die Begegnung zwischen dem SV Rödinghausen und Rot-Weiß Oberhausen, die sich hier beide mit einem Punkt zufrieden geben müssen.